Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Common Block Serie und in dieser Folge geht es nicht um die Schafe da hinten, sondern um das hier. Das ist eine Art WLAN-System, damit könnt ihr etwas betätigen, zum Beispiel die Lampe in Gang bringen, zum Leuchten bringen, ohne dass ihr wirklich was macht oder dass es verkabelt ist miteinander. Ihr könnt das durch diesen einzelnen Common Block einfach machen. Also die Schaltung müsst ihr halt vorbereitet haben, hier geht ein Signal aus, es fehlt hier nur noch ein Block, wie Beispiel ein Keys-Block oder ein Redstone. Aber wir machen das hier diesmal anders. Und zwar, wir setzen einen Block durch ein Kommando, durch den Common-Block. Wir drücken jetzt einfach hier drauf. Und ein Cobblestone wurde gesetzt. Das geht auch mit jedem anderen Block. Also, ihr müsst halt nur die ID oder den Namen wissen, den halt reinschreiben. Und ja, dann leuchtet es. Wenn ihr es wieder aushaben wollt, drückt ihr einfach hier drauf. Es geht ein Glas, oder hier wird ein Glasblock hingesetzt. Und es ist wieder aus. Das ist eigentlich alles. Es geht auch anders, aber. Das ist die einfachste Methode und deshalb brauchen wir auch nur ein Kommando. Und zwar das Set-Block-Kommando. Damit könnt ihr einfach einen Block setzen und halt auch wieder ersetzen. Und zwar, wenn man einen Glasblock setzen will. Das mit dem Glasblock ist das gleiche wie das hier hinten. Nur, dass hier halt die ID dran steht. Also, das ist einfach Set-Block, schrägstrich Set-Block. Und dann die Koordinaten, minus 232, ist ja X, Y und Z. Und dann die ID des Blocks. Aber ihr müsst nicht nur die ID, ihr könnt auch den Namen aufschreiben, also Cobblestone. Und hier ist genau das gleiche wieder. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die IDs sind, es gibt im Internet genug ID-Seiten, wo das Ganze stehen. Oder durch Too Many Items. Oder auch wenn ihr F3 und H drückt, dann steht hier hinten. Moment. So, hier steht es dran. Ich hatte es vorher, glaube ich, noch angehabt. Und dann steht es hier dran. Wenn ihr wieder F3 und H drückt, dann steht es nicht mehr dran. Und so könnt ihr dann das machen und ja. Ich hoffe mal, ich habe euch damit geholfen. Also so könnt ihr auch coole Sachen damit anstellen. Also nicht mehr immer so viel mit Redstone, sondern auch einfach mit Common Blocks etwas machen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also vielleicht auch in dem nächsten Common Block Video. Falls ihr noch bestimmte Wünsche habt, was ich machen soll, dann schreibt es mir in den Kommentaren oder eine private Nachricht. Falls ihr Probleme habt, schreibt es da auch rein. Oder auch per Nachricht. Wir werden versuchen, so gut es geht, euch zu helfen. Und ja, abonnieren, liken und so, ihr wisst ja. Also ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.